Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich schaue mir jetzt ein anderes Phänomen an, nämlich den sogenannten Voluntourismus. Auch eine Wortschöpfung, die immer mehr Wahrnehmung findet, immer mehr wahrgenommen wird als Begriff, sich auch etabliert in Deutschland. Aber ich glaube, es ist trotzdem notwendig, sich einmal diesem Begriff nochmal zu nähern. Also wir haben es auf der einen Seite mit Volunteering zu tun, also freiwilligen Arbeitseinsätzen, freiwilligem Engagement, und auf der anderen Seite mit Tourismus, also quasi diesem Gegenkonzept von einem normalen Alltag. Das zeigt auch schon sehr deutlich, wir befinden uns in einem sehr modernen Setting, was vor 50, 60, 70 Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Also freiwillig und unbezahlt zu arbeiten auf der einen Seite, und Reisen ist auch ein modernes Phänomen. Vor 300 Jahren mit 5 bis 7 Stundenkilometern hat sich kaum jemand auf den Weg gemacht. Das war unkomfortabel, das war teuer und einer kleinen Elite vorbehalten. Gleichzeitig ist es eben ein Wohlstandsphänomen, weil es stark daran ansetzt, dass man zum einen reisen kann, also es sich ökonomisch leisten kann, zum zweiten aber auch, dass man kein Einkommen für sein Arbeiten bekommen muss. Also es ist stark verwurzelt in Wohlstandsgesellschaften und findet dann nochmal sehr stark auch in Entwicklungsländern statt, wo diese Diskrepanz natürlich nochmal größer ist. Ein Wohlstandsphänomen, was in einem Kontext von ökonomischer Armut stattfindet. Ich habe mal probiert, eine Definition für Voluntourismus zu finden, konnte keine wirklich greifbare finden, die dieses Phänomen umschreibt. Wir haben deshalb für eine Studie, die wir vor einigen Jahren gemacht haben, es definiert als kurzzeitige freiwilligen Einsätze mit einem hohen Abenteuer- und Erlebnisgehalt, der im Ausland stattfindet. Es gibt eine große Angebotsvielfalt, also von einem Tag während einer Rundreise oder einem Backpacking-Trip mit bei einem Bauprojekt mitzuhelfen, oder 2 Wochen im Anschluss an eine Safari in einem Tierschutzprojekt mitzumachen, oder aber auch ganz eigenständige Voluntourismusreisen, die sowas sind wie 1 bis 3 Monate in der Schule oder im Krankenhaus sich zu engagieren. Was diese Angebote gemeinsam haben, ist, dass es sich um eine kurze Aufenthaltsdauer handelt. Wir haben in unseren Untersuchungen gesagt, für uns ist die Grenze so bei 3 Monaten, weil dann einfach die Logik der Mitarbeit sehr anders ist. Das kann sich sicherlich jeder vorstellen. Wenn man 3 Monate den gleichen Job macht, kann man viel mehr Tätigkeiten übernehmen, als wenn man nur mal 2, 3 Wochen irgendwo mitmacht. Abgrenzen lässt sich Voluntourismus noch von den geregelten freiwilligen Einsätzen. Das sind vor allen Dingen staatlich geförderte freiwilligen Einsätze, wo gemeinnützige Organisationen, eben in Partnerorganisationen in Entwicklungsländern, mit finanzieller Förderung durch die Ministerien eben Freiwillige vermitteln. Da ist nochmal ganz wichtig zu sehen, das handelt sich ganz dezidiert um Lerndienste. Die werden auch nicht als Hilfsdienste oder als Arbeitsdienste genannt, sondern eben als Lerndienste, und darauf sind sie orientiert. Dienst ist nochmal eine Möglichkeit, den Bereich Voluntourismus abzugrenzen. Dienst, diese starke Orientierung an einem anderen, dem man dient, dem man sich unterordnet. Das ist bei Voluntourismus auch weniger der Fall, weil es eben eine starke Orientierung an den Wünschen des Freiwilligen hat. Sei es, was das jeweilige Land angeht, also ein besonderes Interesse zu einem bestimmten Land, oder auch was die Tätigkeiten angeht, die dann vor Ort durchgeführt werden. Mir ist an der Stelle ganz wichtig, auch wenn ich über Voluntourismus rede, dass das für mich kein Kampfbegriff ist. Also der gute Freiwilligeneinsatz und der egoistische, böse Tourismus. Sondern wichtig ist diese Unterscheidung zwischen Volunteering und Tourismus und das Kontinuum, auf dem sich vor allen Dingen Voluntourismus abspielt. Deswegen, um zu verstehen, wo sind eigentlich die Dynamiken dahinter, wo sind auch die Potenziale und wo sind die Grenzen, die unterschiedlichen Einsätze eben erreichen können. Wenn wir uns das Volunteering auf der einen Seite angucken, dann ist es stark bedarfsorientiert, also setzt vor Ort quasi an einem Bedürfnis, an einem konkreten Projekt an, mit dem ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Wirkung erreicht werden soll. Beim Volunteering ist das Tätigkeitsprofil der Freiwilligen natürlich sehr wichtig. Also sie werden oft ganz konkret gesucht für Tätigkeiten, die vor Ort eben benötigt werden für bestimmte Aktivitäten. Und ganz klar ist, dass die lokale Organisation oder die Menschen vor Ort im Mittelpunkt stehen. Beim Tourismus, jetzt das andere Extrem, ist sehr stark kundenorientiert, es ist marketingorientiert.
Das Destinationsprofil ist extrem wichtig. Also die Frage, welches Land ist es? Ist das Wetter gut? Welche Aktivitäten kann ich vor Ort machen? Und die Akteure vor Ort im Tourismus sind halt Dienstleister. Es sind Hotels, es sind Angebote vor Ort, Ausflugsangebote, es sind Restaurants. Und Voluntourismus befindet sich halt in diesem Zwischenspiel, kann stärker in Richtung Volunteering, also den freiwilligen Engagement, ausschlagen oder in einen sehr touristischen Bereich ausschlagen. Wichtig ist mir aber auch nochmal festzuhalten, dass jeder Einsatz, egal ob er stärker touristisch oder stärker freiwilligen, dienstorientiert ist, Wirkungen haben kann, auch positive Wirkungen haben kann. Kurz zum Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben in weltweit, also der Voluntourismus ist ein weltweites Phänomen, haben etwa 10 Millionen Freiwillige weltweit und die Branche produziert einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar. Ich will mich da aber jetzt nicht zu sehr drauf kaprizieren, weil ich das für wenig belastbar halte, die Zahlen, die wir haben, aus verschiedenen Gründen. Das kann ich anhand von Deutschland zum Beispiel beschreiben. Wir haben in Deutschland gehen Schätzungen von 15.000 bis 25.000 freiwilligen Projekten im Ausland aus, also dass jedes Jahr 15.000 bis 25.000 Freiwillige ins Ausland gehen, um sich zu engagieren. Es ist aber schwer fassbar, weil die meisten Volunteers eben mit einem Touristenvisum ausreisen und dementsprechend ihre Motivation natürlich nicht abgefragt wird. Erhebungen dazu gibt es so gut wie keine. Wir gehen aber davon aus, dass es ein starkes Wachstum am Markt gibt. Wir haben uns 2015 23 Anbieter mal angeschaut, ein bisschen näher, und konnten feststellen, dass mehr als die Hälfte erst nach dem Jahr 2000 überhaupt gegründet wurden. Und dabei handelt es sich vor allen Dingen eben um kommerzielle Anbieter, die dann in Deutschland klassischerweise als Reiseveranstalter subsumiert werden. Auf dem Voluntourismusmarkt oder auch auf diesem Volunteering-Markt grundsätzlich gibt es eine starke Entwicklung in Richtung einer Kommerzialisierung und einer starken Kundenorientierung. Das heißt, die Angebote unterliegen immer stärker einer tourismuswirtschaftlichen Dynamik. Das bedeutet, immer kürzere Angebote werden attraktiv, werden besonders gerne gebucht. Es werden besonders niederschwellige Angebote genommen, also wo jeder mitmachen kann, ohne besondere Vorerfahrungen zu haben. Das erklärt auch, warum Tierschutzprojekte oder auch Projekte mit Kindern besonders beliebt sind. Sie gelten halt als abwechslungsreich und voraussetzungsarm. Dem würde ich aber in beiden Fällen stark widersprechen. Die Arbeit mit Kindern, das weiß jeder, der Kinder hat oder der möchte, dass sie mit von guten Menschen begleitet und betreut werden und da nicht permanente Wechsel haben. Also von daher ist das aber trotzdem Kinder- und Tierprojekte besonders beliebt am Markt. Ein weiterer Punkt für diese Kommerzialisierung ist eine starke Marketingorientierung und da besonders ein armutsorientiertes Marketing, wo also der Freiwillige als Weltretter stilisiert wird und die Bevölkerung vor Ort als hilfsbedürftig dargestellt wird. Das bringt mich zu meiner ersten These, nämlich dass Voluntourismus ein wachsender Tourismustrend ist und damit gesellschaftliche Entwicklungen abbildet. Der klassische Urlaub der Industriegesellschaft sah so aus, wie wir es oben sehen, also der klassische Strand- und Erholungstourismus. Wenn wir dann jetzt uns eher so in die heutige Zeit, ich meine, natürlich gibt es weiterhin Industriearbeitsplätze, entwickeln in eine Dienstleistungsgesellschaft, dann werden abenteuerorientierte Reiseangebote beliebter. Und ich denke, das zusammengenommen oder diese Tendenz abbilden, werden eben solche einmaligen Reiseerlebnisse, die nochmal was ganz Besonderes und vor allen Dingen Gegenentwurf zum normalen Alltag sind, besonders attraktiv. Das normale Reisen wird von vielen Menschen schon fast als langweilig empfunden und Auslandserfahrungen zunehmend eben auch zu einem Statussymbol, was im Lebenslauf abgefragt wird, was sich auf Partys gut macht. Dabei spielt natürlich eine große Rolle, dass wir immer mobiler werden. Die Welt wird zugänglicher, günstige Flugtickets bringen uns an fast jeden Ort der Welt und die Wohnung lässt sich einfach untervermieten. Auch eine Rahmengebung, die vor einigen Jahren so noch nicht da war. Die Hauptzielgruppe der Voluntourismusangebote sind tatsächlich junge Erwachsene. Und da kommen dann natürlich auch nochmal so gesellschaftliche Entwicklungen dazu. Wenn man sich beispielsweise die Shell-Jugendstudie anguckt, dann ist die Generation der 15- bis 30-Jährigen heute eben sehr pragmatisch. Sie ist berufsorientiert, vernünftig, aber gleichzeitig gesellschaftlich engagiert.
Und sie sind gute Kosten-Nutzen-Optimierer. Das heißt, sie schauen doch sehr genau hin, ist das jetzt ein Einsatz, ist das ein Angebot, was mir hilft, wo ich aber auch selber etwas geben kann. Also es wird sehr genau hingeschaut, welche Angebote sich tatsächlich lohnen, auch für den eigenen Lebenslauf lohnen. Effizienz ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn man diesen Jugendstudien folgt. Gleichzeitig kommen aber auch neue Zielgruppen natürlich dazu. Das sind Menschen, die eine berufliche Auszeit machen, also ein Sabbatical machen, was zunehmend eben auch in modernen Arbeitsgesellschaften auch ermöglicht wird. Und natürlich auch Rentner, die während ihres Ruhestands auch nochmal eine Erfahrung sammeln wollen und sich gesellschaftlich engagieren wollen, gerne verbunden eben mit der Möglichkeit, auch nochmal was Neues zu sehen, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Motiven, bei den Freiwilligen selber. Das bringt mich zu der zweiten These. Vom Voluntourismus selber profitieren nämlich die Freiwilligen am stärksten, weil halt auch ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das ist nicht per se was Schlechtes, man muss es sich nur überlegen, man muss es reflektieren in dem Moment, wo man sich für so etwas entscheidet. Ich habe gerade von einer Bloggerin, die 4 Monate in Nepal war, die hat dieses Bild gemalt, sie wollte eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe leisten und hat halt Hilfe zur Selbstfindung bekommen, also hat einen starken Reflexionserfahrung gemacht, und das ist was wir sehr oft haben, wenn wir mit Menschen reden, die eben solche Einsätze gemacht haben, dass sie mit neuen Erfahrungen, einer neuen Perspektive aufs Leben zurückkommen. Und das ist was Gutes, und deswegen würde ich auch klar sagen, trotz dieser Kritik kann man sagen, freiwilligen Einsätze und insbesondere also auch Voluntourismus wirkt trotzdem. Er ermöglicht Lernerfahrung für die Freiwilligen, er gibt eine Sensibilisierung für globale Zusammenhänge, und es können natürlich auch Freundschaften und Kontakte entstehen, die dann vielleicht auch in einem späteren digitalen Nomadentum nochmal genutzt werden. Womit ich bei meiner dritten These wäre: Mir ist ganz wichtig festzuhalten, dass Freiwilligeneinsätze keine Hilfseinsätze sind. Das Marketing dieser Angebote legt einen großen Wert darauf, eben zu sagen, dass man sich engagiert, dass man vor Ort helfen möchte. Gut gemacht können die freiwilligen Einsätze aber Lernerfahrungen sein. Also sie können das eigene Handeln reflektieren, sie können dazu führen, mit einem anderen, mit einem neuen Blick auf die Welt zu schauen. Problematisch ist allerdings, dass in der Realität, und wir haben uns 43 Angebote mal im Internet ein bisschen genauer angeschaut, dieses Potenzial, bürgerschaftliches Engagement zu wecken oder globales Lernen zu durchlaufen, kaum genutzt wird. Es wird vor allen Dingen deswegen, kann kaum seine Wirkung entfalten, weil es kaum Angebote zur Vorbereitung gibt, zur Auswahl der Freiwilligen, und eine Nachbereitung, die so wichtig wäre eben für ein kontinuierliches Lernen, findet überhaupt nicht statt, bei keinem der 43 Angebote, die wir uns angeschaut haben. Ich würde nur einmal kurz, ohne Sie jetzt mit Zahlen zu langweilen, auf die Vorbereitungskurse zum Beispiel gehen. Die Vorbereitungskurse finden statt. Allerdings müssen sie meistens kostenpflichtig hinzugebucht werden, und sie sind keine Voraussetzung für einen freiwilligen Einsatz. Das heißt, sie werden relativ selten gebucht. Das sagen uns auch die Anbieter selber, dass sie da noch dran arbeiten müssen und stärker drauf schauen wollen, dass die Freiwilligen eben auch an den Angeboten teilnehmen. Wenn wir uns sowas angucken wie der Auswahlprozess, was ja so wichtig wäre, um einen guten Einsatz für die Freiwilligen zu finden, der eben auch sinnvoll ist, dann sehen wir, dass kaum ein Angebot überhaupt Bewerbungsgespräche vorsieht oder auch kein Motivationsschreiben der Freiwilligen haben möchte, was auch wichtig wäre, um eben sinnvolles Matching hinzubekommen zwischen den Interessen und Kenntnissen, die ein Freiwilliger hat, und den Aktivitäten, die er vor Ort machen soll oder sie. Ein großes weiteres Defizit, ich hatte es jetzt eben schon mal genannt, ist das armutsorientierte Marketing. Das Ziel des globalen Lernens soll ja der Abbau von neokolonialen Klischees sein. Mit der Form, wie aber Werbung gemacht wird für diese Einsätze, wo es mittlerweile Kataloge gibt, die in den Schulen ausliegen, von Jugendlichen quasi angesprochen werden, sind dann eben solche Zuweisungen wie der Freiwillige ist eben der Weltretter, der Aktive, der sich engagiert, und die Menschen vor Ort sind eben hilfsbedürftig, schaffen es selber, sich nicht zu helfen, und damit werden halt
neokoloniale Klischees eher verstärkt, als dass sie reduziert werden. Es ist dann nicht nur die Vorbereitung und die Begleitung der Freiwilligen, sondern es gibt auch einige hochproblematische Angebote, die auf dem Markt zu finden sind. Das bedeutet, dass ein Teil der Angebote, das ist meine vierte These, mehr Schaden als Nutzen anrichten. Ich würde zwei Projektformen kurz nennen. Das eine ist die Wildtieraufzucht im südlichen Afrika, sehr beliebt, wo Freiwillige, ihnen wird gesagt, dass sie in Auswilderungsprojekten tätig sind. Im Endeffekt betreuen sie, begleiten sie aber gezüchtete Wildtiere, die dadurch an Menschen gewöhnt werden und später zur Trophäenjagd freigegeben werden, nachdem sie eben gut an Menschen gewöhnt wurden. Also grundsätzlich Wildtierprojekte werden mittlerweile, sind auch einige vom Markt genommen worden, sind hochproblematisch, weil mit wilden Tieren kann jemand, der keine Vorbereitung hat, der auch nicht dauerhaft mit den Tieren arbeitet, auch keinen Abstand zu den Tieren hält, natürlich nicht arbeiten. Und für Volunteers müssen dann die Löwen quasi handzahm gemacht werden, damit der Volunteer auch was davon hat. Also das ist ein hochproblematisches Produkt, was es am Markt gibt und was sich großer Beliebtheit erfreut. Ein weiteres hochproblematisches Produkt, gegen das sich auch global mittlerweile eine Allianz gebildet hat, ist der sogenannte Orphanage Tourism, also Aufenthalte in Waisenhäusern. Wo beobachtet werden konnte in vielen Ländern, die für Voluntourismus sehr beliebt sind, sei es Kambodscha oder Nepal oder Gambia, dass dort eben die Waisenhäuser plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen, ohne dass die Anzahl der Waisen größer geworden wäre. Die Kinder, die in diesen Waisenhäusern untergebracht sind, sind in der Regel keine Waisenkinder, sondern haben lebende Elternteile. Die Eltern haben halt in der Hoffnung, dass die Kinder dort bessere Bildung, eine bessere Versorgung bekommen, ihre Kinder zum Teil an Menschenhändler gegeben, die sie dann in diese Waisenhäuser bringen. In Kambodscha wird beispielsweise geschätzt, dass 80% aller Kinder in sogenannten Waisenhäusern lebende Elternteile haben und ihnen wird damit natürlich ihr fundamentales Recht auf Aufwachsen in ihrer Familie genommen in dem Moment und das für eine touristische Inwertsetzung. Kurzzeiteinsätze mit Kindern sind zudem problematisch, weil Bindungsstörungen bei Kindern entstehen, durch häufige Trennungen, erst recht bei Kindern, die traumatisiert sind. Und egal, ob die Eltern gestorben sind oder sie danach getrennt wurden von ihren Eltern, sie sind traumatisiert und brauchen deswegen eine spezialisierte, dauerhafte und kontinuierliche Betreuung und nicht wechselnde Kurzzeitfreiwillige. Darüber hinaus haben wir bei den 23 Anbietern festgestellt, dass es eigentlich keine Kindesschutzstrategien gibt. Damit ist eben auch das Problem verbunden, dass sich reisende Sexualstraftäter über diese Angebote Zugang zu Kindern verschaffen. In Großbritannien und in den Niederlanden wurden Fälle mal systematisch aufgearbeitet und da konnte bei jedem fünften Fall von sexuellem Missbrauch im Ausland mit britischen oder niederländischen Tätern einen Zusammenhang zu freiwilligen Einsätzen und Voluntourismus gezogen werden. Voluntourismus ist also alles andere als ein Hilfseinsatz und er kann einer nachhaltigen Entwicklung auch entgegenstehen. Das bringt mich zur fünften und zur letzten These, dass Voluntourismus auch nicht per se eine Form des nachhaltigen Reisens ist. Es gibt zwar zahlreiche Überschneidungen mit der Zielgruppe, also die Zielgruppe, die an nachhaltigem Reisen interessiert ist, ist auch an Voluntourismus tendenziell interessiert. Vielleicht gibt es sogar noch einen Zusammenhang, dass Voluntourismus das Reisen mit einem noch besseren Gewissen ist, weil man sich vor Ort auch noch engagieren kann. Aber, um da mal was Positives zum Voluntourismus zu sagen, Voluntourismus kann eben auch eine sinnvolle Ergänzung zum Tourismus selber sein, zu einem Tourismus, der vor Ort existiert, in dem zum Beispiel die Aufenthaltsdauer der Touristen oder der Volunteers sich verlängert und dadurch natürlich auch vor Ort eine bessere Interaktion stattfindet, eine wirtschaftliche Wertschöpfung stattfinden kann, wenn eben Menschen 3 Monate vor Ort sind und nicht bloß 3 Tage. Wir haben uns angeguckt, inwiefern die Anbieter von Voluntourismus selber die Standards des nachhaltigen Tourismus erfüllen und mussten leider feststellen, dass keiner der Anbieter eine unabhängige Überprüfung seiner Nachhaltigkeitsleistung hat, also anders als im konventionellen Tourismus, wo es Anbieter gibt, die eine Nachhaltigkeitszertifizierung haben, ist das im Voluntourismus leider nicht der Fall. Die ökologischen und auch sozialen Auswirkungen der Angebote werden üblicherweise nicht
systematisch überprüft, zumindest wird es nicht transparent gemacht. Und gegenüber dem Kunden selber findet auch keine Nachhaltigkeitskommunikation statt. Das heißt, auf etwas wie zum Beispiel Kompensationsmöglichkeiten bei unvermeidbaren Flügen wird gar nicht hingewiesen. So, was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen, die so da sind? In der Branche hat ein Dialog stattgefunden, allerdings ist er etwas ins Stocken gekommen und eine unabhängige Überprüfung ist nicht in Sicht, dass die Anbieter also wirklich ihre Prozesse transparent machen und sich orientieren, um zum Beispiel stärker Lernmöglichkeiten für die Freiwilligen zu schaffen. Das wäre aber nötig und die Unternehmen, die so etwas anbieten, kommerzielle, aber auch gemeinnützige Organisationen, die solche Formen von Tourismus anbieten, sollten eben die existierenden Standards für geregelte Freiwilligendienste oder für den Tourismus auch anwenden. Und bei den Freiwilligen selber ist eine stärkere Sensibilisierung notwendig und eine Reflexion auch der eigenen Motivation. Dann gibt es gegebenenfalls auch sinnvolle Alternativen zu Voluntourismus, die wesentlich mehr Sinn machen können und wesentlich weniger Schäden verursachen. Das könnte zum einen eben für die entsprechende Alterszielgruppe sein, die geregelten Freiwilligeneinsätze, die gute Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung haben. Oder es könnte auch einfach sozial verantwortliches, begegnungsorientiertes Reisen sein, was man verbinden kann mit einer Spende an eine lokale Organisation beispielsweise. Oder es kann natürlich auch das Engagement in Umwelt- und Sozialprojekten hier sein. Das wiederum kann dann auch eine Basis bieten, vielleicht um später ins Ausland zu gehen, wenn man hier schon Tätigkeiten, Aktivitäten gemacht hat, sich engagiert hat, dass man dann auch im Ausland sich nochmal sinnvoller einbringen kann. So viel von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus